Hallo, ich bin Gamest Marcel, mache hier am Gran Turismo 7 weiter, Menü Buch Nummer 38, Sammlung Ferraris, los geht's. Der Luca wieder. Ferrari ist auf der ganzen Welt für sein Logo bekannt, das Cavallino Campanta oder das sich aufwärmende Pferdchen, okay. Für dieses Menü müssen Sie drei verschiedene Ferrari sammeln. Der 308 GTB von 19. Das ist 75, okay. Dann 458 Italia von 2009. Und dann F12 Beraletta von 2012, okay. Das hat grossen Spaß machen. Die Office-Existenz dieser Autos alleine ist schließlich schon legendär, okay. Ich habe noch jede Menge Ferrari zu erzählen, aber das Besondere sind nicht. Sorgen Sie mir die Autos und berät darüber ja sehr gern. Okay. Okay, da hier. Mit dem tue ich schnell Reifen. Ich glaube, ich gehe noch schön zurück, wie Dings. Ja, dann noch ein bisschen auftunen. Und bei 100 haben wir auch gesagt. Bremsen wäre sicher noch ein Vorteil. Die wären sicher nicht schlecht. Was? Kaufen mal. Macht doch etwas aus. Echt vorrätig. Okay. Ohne. Okay, ich hole das noch. Das ist das Beste, das ist schon ganz schlecht. Ja, das ist schlecht. Nehmen wir das hier. Ah, das auch. Ich kaufe jetzt gleich mal. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel, ganz wenig, aber wir schauen jetzt mal. Dann tun wir noch ein bisschen Ballast rein. Ah, fies. Dann hat doch das. Ferrari Quito Challenge. Quito de Barcelona, Catalonia, GP Layout. 5 Runden, okay. Ja, Angst da. Zweiter Platz. Ich kann hier noch Ablenker von den Dings hier, von der PS, der heute hat, ein schöner Ferrari.
Ich habe gerade bei Nang davon. Die Menschheit gefahren und hast ihn geholt. 7. Platz sind wir. 6. Platz. Die Runde gestartet haben. Hey! Voll! Hure fies! Jetzt war es ja hure aggressiv, das ist aber gemein. Da ist der nicht so gespaßig da. Oh, warte mal, die Scheiße. Ich gebe da auch noch schön. Check da. Fiesling da. Boah! Das blöde mich nicht gefahren vorhin. Vorne ist schon der 4. Platz. Ich sehe nicht. Ah, jetzt. Dann ist schon der 3. Platz. Vorne sind die beiden. Die Glück. Böde. Jetzt aber. Böde. Ich da nicht dran. Da. Die drei sind mir so gut gefahren. Ich habe die anderen auch. Bin jetzt hier. Oh, doch noch hier heute zu. Da sind wir noch zur Runde. Langsam wieder früh ab. Fünf Sekunden, ist gut.
Zeitgruppe, bin ich ein bisschen rausgefahren vorhin. 6 Sekunden, 6,3, 6,4, 6,6, das sind auch 5 mehr. Und locker 7 Sekunden. Gut. 6. Das schaffen sie gar nicht noch 10 Sekunden. Ja, schwierig. Oh, es ist schneller als vorher. Verliere ich noch Zeit. Nur Zeit. Ja, halt. Oh, 7 Sekunden halt. Und erster Platz. Okay, was? 95.000 Kreuz. 23,4 Kilometer gefahren sind. Was ist schon ein Auto? Die haben im Auto ein Minibuch angegeben, das Auto verboten. Okay, gibt 48 Stufen sind wir jetzt. 205 gibt es. Zeit noch nicht für die nächste Stufe. Dann gehen wir zum nächsten Rennen. Danke. Da gehen wir da hoch. Das. Schaut ihr das? Autodrom Lago Maggiore. Gesamtstrecke, okay. Ein bisschen viel Kurve auf mir. Mal schauen, so schöne Geräte. So, das ist Platz 15, nein. Aha, Platz 14 schon. Dann ist schon Platz 13. Das 13 haben wir hier. Oder überhaupt hier. Ei, das hängt mir da an. Schade. Wann sind wir die nächsten beiden? Platz 12, Platz 11. Ja.
Boah, das sind gerade alle wie lang. So, jetzt ist der Platz 12. Nee, ist jetzt hier. Der Platz 11, Platz 10 hier. Zehnter Platz. Boah, das ist ja auch gerade die Nange hier. Sorry. Platz 9. Platz 8, Platz 7 da vorne für die ersten. Fast in der ersten Runde. So, das ist der 7. Platz. Boah, 24 Sekunden, dann noch vor. Ah, nein, die sind hier. Schade. Eine Sekunde verloren. Dann ist heute 4 Sekunden aufgekommen. Das wird aber schwierig. Das lang. Ah, ei, schade. Noch ein Jahr. Ich darf mal hier bringen. Die nächste Platz, Platz 6, Platz 5. Ui, ja, das hätte ich gar nicht bremsen, hä? Gar nicht, hä? Gar nicht bremsen, gar nicht. Ich bin voll auf die Bremse gegangen, was ich könnte. So, das ist der 6. Platz, am wichtigsten. Ich kann einholen, dass wir dort voll in die Mauer gefahren sind. Und es ist ja die nächsten beiden. Ja, fast Sekunden verloren, die ich dort in die Mauer gekracht habe. Die unbedingt kann überholen. Vor 9 Sekunden hat mich echt aufgehalten. Oh, das ist ja auch gerade mein Name da vorne. Ah, das ist gerade um die Kurve der erste. Das ist ein Säge. Ich brauche nicht weit von langem entfernt. Okay. Nicht zu viele Fehler machen.
Platz 4, Platz 3. In de Chiba, hallo, goede fies. Oh, dat schiet me einfach raus, hier, dat kleine Kreise hingen. Uren genomen hier. Ah, dat is überhaupt die raus. Goede fies, dat met de Kurven, die ik oben heb, is met de Schatten. Nein, das gibt's nicht. Oh, nicht da. Ah, nein, nicht die Bremse, du Kaib. Ah, auch nicht so blöde Kurve. Abgehängt. Nebendran, hè? Nein, nein, jetzt zieht mich nicht raus. Fies, ah, Mist. Ich kann nicht. Ah, geht noch rum die. Du kannst da. Komm, 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 zieh. Ey, das gibt's doch nicht. Ey, fies. Ja, gar nichts mehr vorhin, das ist noch eine Runde geht. Ja, und jetzt schön über Gas gehen. Schön überholen. Hey, da nicht die Fahrer da, komm. Wenn ich jetzt abkürze, werde ich nicht durchkommen. Alter, schlecht gefahren. Vorsprung, aber nicht viel. Wieder schlechter. Hey. Doch fast nicht. Dann schaue ich zuerst auf den. Diesen da. Und Sieg, erster Platz. Erster Platz. Ziehen, gut Support, es gibt nochmal einen Hall. 105.000 Preisgeld. Okay. Nehmen wir das. 29,0 Kilometer. Oh, der schöne Ferrari. Der
Ferrari F12, Berlinetta 12, oder 2012, 1980, sind wir immer noch da, die 373 Punkte, der längst von 49 ist der lang, tipptopp, am Aufstieg. Dann gehen wir zum nächsten, denke ich mal. Zurück hat die doch nicht. Boah, das ist alles eine Strecke. Dragon Trail Küste. Okay. Hat 5 Runden. Boah, das ist viel gerade Strecke. Jetzt Platz im Schalter. Dritte, zwölfte da vorne. Ich glaube, das ist ein Gebäude gemacht. Wohl nie mit dem Ferrari. Da ist die Hauptbach ein bisschen eng. Nicht rutschen. Zehnter Platz, und da ist schon sie. Vorne sind sie schon die nächste. Und schön überholt. Achter Platz. Da nimmst du den siebten Platz. Gib die Windschatten fahren und täten. Sechster Platz, wenn du den überholt hast. Schön. Dann schon der fünfte Platz. Oh, 19 Sekunden der Vorsprung. Okay. Sieben Sekunden. Langsam auf. Ui. Ich habe die Garde fest abbremsen. Ich habe nicht gefasst, extrem gut voll bremsen. Letzte Sekunde, okay, man kann auch ein bisschen aufschlagen. Ich werde vierter Platz haben wir überholen. Und die anderen beiden gerade schon. Das ist schon ein schöner blauer Ferrari da vorne.
So, das ist ein Märchen fertig. Oi, da vorne ist er schon. Ich bin nicht der Fängst von den Körper da. Ah, Mensch, ich bin Gas gehabt. Vorne bist du der erste Platz. Hey, die Bremse wollen wir gerade schön und voll bremsen. Ich bin jetzt immer zu voll bremsen. Und hier kann man ein bisschen abkürzen. Also ein bisschen abkürzen ist falsch, aber dass man das Vollgas überbrettern kann. Das ist schneller. Das ist gefunden. Und hier stehen aber durchgekommen. Ich bin schon zurückgeklappt. So, letzte Runde jetzt. Ein bisschen schneller sind wir gesehen, okay. Oh. Ich denke, dass ich wurde viel Zeit verloren habe. Noch eine Sekunde. Zu meiner besten Zeit. Ich bin kaum ein bisschen auf. Nickerschein, durch ohne Problem. Da hat ja auch keine Zeit, ich habe auch keinen Vorsprung. Da nehmen wir schon den nächsten zum Überholen. Das ist jetzt Platz 16. Ja, aber da hängt es nicht ganz genau. Also heute die schlechteste Runde, glaube ich. Ja, ich denke schon nicht schlecht. Erster Platz haben wir wieder erreicht, mit 90.000 Kreuz. Der Preisgeld. 23,3 km gefahren sind.
anderes Auto, der Ferrari 458 Italia von 2009. Da gibt es, oh, das ist eine Leute, die Vögel, 283 Sammelpunkte jetzt noch. Okay, schlecht. Dann gehen wir doch zum Luca zurück, denke ich. Jetzt haben wir einen Kaffee. Gut, das Jesus-Stück kommen wir hier hin. Jetzt haben wir die Sammlung Ferrari abgeschlossen. Hier, ey, Glückwunsch, sie haben alle drei Autos, damit ist ihre Ferrari-Sammlung komplett. Sobald sie ihre Belohnung haben, kann ich ihnen eine Geschichte über das Auto erzählen. Ich gerne. Okay, Weltstrecke, als Jerez Dumas. Rennstrecke von Frankreich, eine Weltstrecke, eine Rennstrecke ist verfügbar. Hey, das erzählt euch gerne auf die Sammlung Ferrari im Buch Nummer 38. Der Luca, es ist sehr aufregend, wenn man auf der Ferrari-Hand anlegt. Diese 380 GTB aus den 1970er Jahren war der erste Zweisitzer des Unternehmens mit 8 Motoren, okay. Ein sehr Nachfolger ist der 458 Italia, der nicht zuletzt wegen seines 8 Motors sehr beliebt ist, okay. Ferrari ist für die Nutzung von V12 Motoren in ihrem Spezialauto bekannt. Groß schönes Modell. Das ist auch noch gefallen. Sie haben bestimmt gehört, dass der F12 Berlina nein, nicht da. Röhrt. Er klingt genau wie der Rennwagen von Ferrari. Okay. Enzo Ferrari, der Gründer von Ferrari, war in seiner Jugend Rennfahrer. Okay. Er hatte bewiesen, dass er auch in der Lage ist, ein Rennteam zu leiten. Okay. Im Jahr 1947 hat er sich eine eigene Autofirma gegründet und nach ihm selbst benannt. Okay, Ferrari hat an den Formel 1 teilgenommen, seit die Meisterschaft im 1950er Jahr ins Leben gerufen. Okay, kein anderer Autohersteller hat es geschafft. Okay. Ferrari konzentrierte sich auf Formel 1 Autos, Rennwagen und Sportwagen mit extrem hoher Leistung. Die werden nun in der geringen Stückzahl produziert und sind die weiter nicht günstig. Ja, denke ich, ja. Und deshalb auch sehr besonders. Ja, und so selten auch. Wenn ich Buch Nummer 39 Welt, das geht ja Serie, okay. Ich denke, wir beenden das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke, mir gleich, was es dir gefallen hat. Lasst mir ein Abo da. Tschüss zusammen.